Textbuch, Kapitel 13. Die schuldlose Welt. Nummer 11. Der Frieden des Himmels. Seite 266 bis 269. Vergesslichkeit und Schlaf bis hin zum Tod werden zum besten Rat des Ego. Um mit dem wahrgenommenen harschen Eindringen der Schuld in den Frieden umzugehen. Doch niemand sieht sich in Konflikt und von einem grausamen Krieg verwüstet, wenn er nicht glaubt, dass beide Gegner in dem Krieg wirklich sind. Weil er das glaubt, muss er entrinnen, denn ein solcher Krieg würde seinem Geistesfrieden sicherlich ein Ende setzen und ihn so zerstören. Wenn er doch bloß begreifen könnte, dass es ein Krieg zwischen wirklichen und unwirklichen Mächten ist, könnte er auf sich selber schauen und seine Freiheit sehen. Niemand hält sich für verwüstet und geschunden in endlosen Schlachten, wenn er selbst sie als gänzlich bedeutungslos wahrnimmt. Gott möchte nicht, dass sein Sohn sich zum Kampfe rüstet, und deshalb ist der eingebildete Feind seines Sohnes total unwirklich. Du versuchst nur, einem bitteren Kriege zu entrinnen, dem du schon längst entronnen bist. Der Krieg ist nicht mehr da, denn du hast den Lobgesang der Freiheit in den Himmel steigen hören. Freude und Frohlocken über deine Befreiung stehen Gott zu, denn du hast sie nicht gemacht. Doch ebenso wie du die Freiheit nicht gemacht hast, hast du auch keinen Krieg gemacht, der die Freiheit gefährden könnte. Nichts Zerstörerisches war je oder wird je sein. Der Krieg, die Schuld und die Vergangenheit sind als eins in die Unwirklichkeit fortgegangen, aus der sie kamen. Wenn wir alle im Himmel vereint sind, wirst du nichts wertschätzen, was du hier wertschätzt. Denn nichts, was du hier wertschätzt, wertschätzt du gänzlich. Und deshalb wertschätzt du es überhaupt nicht. Wert ist dort, wo Gott ihn hingetan hat. Und der Wert dessen, was Gott schätzt, lässt sich nicht beurteilen, denn er ist festgelegt. Es ist ganz und gar von Wert. Es kann einfach nur gewürdigt werden oder nicht. Es teilweise wertschätzen heißt, seinen Wert nicht erkennen. Im Himmel ist alles, was Gott wertschätzt, und sonst nichts. Der Himmel ist vollkommen unzweideutig. Alles ist hell und klar und ruft nur eine Reaktion hervor. Da gibt es keine Dunkelheit und keinen Kontrast. Da gibt es keine Schwankung
da gibt es keine Unterbrechung. Dort herrscht ein Gefühl des Friedens, der so tief ist, dass kein Traum in dieser Welt je die schwächste Vorstellung davon brachte, was er ist. Nichts in dieser Welt kann diesen Frieden geben, denn nichts in dieser Welt wird ganz und gar mit anderen geteilt. Die vollkommene Wahrnehmung kann dir lediglich das zeigen, was ganz und gar geteilt werden kann. Sie kann dir auch die Ergebnisse des Teilens zeigen, während du dich noch an die Ergebnisse des Nicht-Teilens erinnerst. Der Heilige Geist deutet ruhig auf den Kontrast hin und weiß, dass du ihm schließlich erlauben wirst, den Unterschied für dich zu beurteilen und dir aufzuzeigen, was davon wahr sein muss. Er setzt vollkommenes Vertrauen auf dein letztes Urteil, weil er weiß, dass er es für dich fällen wird. Dies anzuzweifeln würde heißen, die Erfüllung seines Auftrages anzuzweifeln. Und wie ist das möglich, wenn sein Auftrag von Gott ist? Du, dessen Geist durch Zweifel und Schuld verdunkelt ist, erinnere dich. Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben und ihm den Auftrag erteilt, jeden Zweifel und jede Spur von Schuld zu beseitigen, die sein lieber Sohn sich selber auferlegt hat. Es ist unmöglich, dass dieser Auftrag scheitern könnte. Nichts kann die Ausführung dessen verhindern, was Gott ausgeführt haben möchte. Was immer deine Reaktionen auf die Stimme des Heiligen Geistes sein mögen, welche Stimme du auch immer zu hören beschließt, welche merkwürdigen Gedanken dir auch kommen mögen, der Wille Gottes geschieht. Du wirst den Frieden finden, in welchen er dich eingesetzt hat, weil er nicht anderen Geistes wird. Er ist so unveränderlich wie der Frieden, in dem du wohnst und an den dich der Heilige Geist erinnert. Im Himmel wirst du dich nicht an Veränderung und Wechsel erinnern. Kontrast brauchst du nur hier. Kontraste und Unterschiede sind notwendige Lehrhilfen, denn dank ihnen lernst du, was du vermeiden und was du suchen sollst. Und wenn du das gelernt hast, wirst du die Antwort finden, die das Bedürfnis nach irgendwelchen Unterschieden verschwinden lässt. Es ist der Wahrheit eigener Wille, zu sich selbst zu kommen. Wenn du gelernt hast, dass du zur Wahrheit gehörst, wird sie leicht und ohne jeden Unterschied über dich fließen. Denn du wirst keinen Kontrast benötigen, der dir begreifen hilft, dass es das ist, was du willst, und nur das. Fürchte nicht, dass der Heilige Geist bei dem, was dein Vater ihm zu tun auftrug, versagen wird. Der Wille Gottes kann in nichts versagen.
Glaube nur an dieses eine und das wird genügen. Gott will, dass du im Himmel bist und nichts kann dich von ihm abhalten oder ihn von dir. Deine wildesten Fehlwahrnehmungen, deine wunderlichsten Einbildungen, deine schwärzesten Albträume bedeuten alle nichts. Sie werden nicht den Frieden überwältigen, den Gott für dich will. Der Heilige Geist wird deine geistige Gesundheit wiederherstellen, weil Wahnsinn nicht der Wille Gottes ist. Wenn das ihm genügt, so ist es auch genug für dich. Du wirst das nicht behalten, was Gott beseitigt haben will, weil es die Kommunikation mit dir unterbricht, mit dem er kommunizieren möchte. Seine Stimme wird Gehör finden. Die Kommunikationsverbindung, die Gott selbst in dich gelegt hat und die deinen Geist mit dem Seinigen verbindet, kann nicht zerbrochen werden. Vielleicht glaubst du, du möchtest, dass sie zerbrochen sei. Und dieser Glaube stört in der Tat den tiefen Frieden, in dem die süße und ständige Kommunikation, die Gott mit dir teilen möchte, erkannt wird. Seine Kanäle aber, durch welche er hinausreicht, können nicht gänzlich verschlossen und von ihm getrennt sein. Der Friede wird dein sein, weil sein Frieden noch immer zu dir fließt, von ihm, dessen Wille Frieden ist. Du hast ihn jetzt. Der Heilige Geist wird dich lehren, wie du ihn nutzen kannst und wie du dadurch, dass du ihn ausdehnst, lernst, dass er in dir ist. Gott wollte den Himmel für dich. Er wird niemals etwas anderes für dich wollen. Der Heilige Geist kennt nur seinen Willen. Es ist unmöglich, dass der Himmel nicht dein sein wird, denn Gott ist sicher, und was er will, ist so sicher wie er. Du wirst die Erlösung erlernen, weil du lernen wirst, wie man erlöst. Du wirst dich nicht von dem ausnehmen können, was der Heilige Geist dich lehren möchte. Die Erlösung ist so gewiss wie Gott. Seine Gewissheit genügt. Lerne, dass selbst der dunkelste Albtraum, der den Geist des schlafenden Gottessohnes stört, keine Macht über ihn hat. Er wird die Lektion des Erwachens lernen. Gott wacht über ihn. Und Licht umgibt ihn. Kann Gottes Sohn sich in Träumen verlieren, wenn Gott den frohen Ruf in ihn gelegt hat, zu erwachen und froh zu sein? Er kann sich nicht von dem trennen, was in ihm ist. Sein Schlaf wird dem Ruf zu erwachen nicht widerstehen. Der Auftrag der Erlösung wird ebenso sicher erfüllt werden, wie die Schöpfung unverändert bleiben wird in alle Ewigkeit.
du brauchst nicht zu erkennen, dass der Himmel dein ist, damit er dein ist. Es ist so. Doch um es zu erkennen, musst du Gottes Willen als den deinen akzeptieren. Der Heilige Geist wird alles für dich aufheben, was du gelernt hast und was dich lehrt, dass das, was nicht wahr ist, mit der Wahrheit ausgesöhnt werden muss. Das ist die Aussöhnung, durch die das Ego deine Aussöhnung mit der geistigen Gesundheit und dem Frieden ersetzen möchte. Der Heilige Geist hat eine ganz andere Art von Aussöhnung für dich in seinem Geist, und zwar eine, die er so sicher bewirken wird, wie das Ego nicht bewirken wird, was es zu tun versucht. Scheitern ist vom Ego, nicht von Gott. Von ihm kannst du nicht fortgehen. Und es ist unmöglich, dass der Plan, den der Heilige Geist jedem zur Erlösung eines jeden anbietet, nicht vollkommen ausgeführt wird. Du wirst befreit werden. Und du wirst dich an nichts von alledem erinnern, was du gemacht hast und was nicht für dich und auch durch dich erschaffen wurde. Denn wie kannst du dich an etwas erinnern, was niemals wahr gewesen ist, oder dich nicht an das erinnern, was immer war? In dieser Aussöhnung mit der Wahrheit und nur der Wahrheit liegt des Himmels Frieden.